Jawohl, und damit begrüße ich euch zu unserem Rückblick-Podcast für den Fastlane Pay-Per-View der WWE. Ich kann euch sagen, einen Termin zu finden war eine absolute Strafe. Wir haben inzwischen, ich oute uns jetzt mal, Donnerstag, 22.39 Uhr, und wir haben es tatsächlich mal geschafft, alle fünf Mann unter einen Hut zu kriegen. Kaum zu glauben, aber wahr. Ja gut, Sonntag, Fastlane, wie gesagt, in Cleveland. Und wir hatten wieder eine unsagbare Kickoff-Show, die eigentlich aus zwei Matches bestehen sollte, dann plötzlich wieder nicht. Keiner hat so richtig durchgeblickt, was Vince da wieder macht. Aber was wir auf jeden Fall hatten, war ein Kickoff-Match zwischen The New Day, Naka Rusev Day. Und das Ganze ging tatsächlich 13 Minuten 15. Und wie konnte es auch anders sein? New Day gewinnt das Ganze. Wir haben ja vorher schon gefrotzelt, dass es unheimlich seltsam wäre, ein Pay-Per-View ohne New Day zu haben. Und wir sollten Recht behalten. Ja, eure Meinung zum Match bitte. Ja, ich entschuldige mich schon mal vorher, falls ich etwas komisch manchmal rüberkomme. Ich bin etwas erkältet vom langen Wochenende, was ich hatte. Deswegen. Aber ja, dann gehen wir jetzt zum Match. New Day gegen Shinsuke Nakamura und Rusev. Ja, ich fand, das Match war wirklich ziemlich stark, wie man es von New Day Matches gewohnt ist, würde ich sagen. Manchmal eine gute Pace drin, okay, Rusev und Nakamura haben manchmal die Pace rausgenommen, aber auch sonst hat die mir gefallen in dem Match. So, dass ich sage, gutes Kickoff-Show-Match. Und was sagt ihr dazu? Ja, da stimme ich dir zu. War echt ein interessantes Match. Die New Day haben wieder gezeigt, was sie konnten. Natürlich waren nach Rusev Day auch nicht schlecht. Aber wie wir vermutet hatten im Vorhinein, ein Pay-Per-View ohne New Day ist kein Pay-Per-View. So war es ja auch. Big E und Xavier Woods waren ja als New Day da, haben ein sehr schönes Match absolviert und haben dann im Endeffekt, wie ich finde, auch verdient gewonnen. Ja, auch ich muss sagen, dass ich das Match fand, gerade wenn es bei New Day geht, bin ich ja einer, der sagt, okay, im Tag Team Kofi Kingston und Big E ist für mich das Muss, aber auch Xavier Woods hat mir in dem Match mal gefallen, deswegen bin ich eigentlich zufrieden mit dem Kickoff-Match. Ich hätte da aber eher lieber ein Cruiserweight Championship-Match gesehen, ist jetzt nicht so gewesen, allerdings bin ich zufrieden mit dem Match und war ein guter Opener, um auf die Main-Show gespannt. Gut, unser Michi ist sprachlos. Dann gehen wir tatsächlich in die Main-Show, während ich noch so nebenbei erwähne, dass wir während des Matches noch eine kleine Backstage-Geschichte hatten, wo man The Miz und seinen Vater und Shane gesehen hat. Und Miz ganz trocken meinte, wir holen uns auf jeden Fall den Tag-Team-Titel wieder. Und ja, mit dem Match hat dann auch die Main Show gestartet und das Match ging 14 Minuten 9 und tatsächlich haben die Usos nach einem Einroller gewonnen. Hatte natürlich alles seinen Hintergrund, denn es sollte noch etwas folgen, was wir ja auch schon im Vorfeld vermutet und auch predicted haben. Der lange Turn innerhalb des Teams kam dann endlich. Und zwar von Seiten des Herrn Shane McMahon, dem man ja schon viel, viel früher einen Turn nachgesagt hat. Aber dann hat man sich ja dazu entschieden, lieber nochmal das Ganze aufzuschieben und die Autorität zurückzubringen und ihn deswegen erstmal noch nicht turnen zu lassen. Aber jetzt bei Fastlane war es dann soweit, dass er, nachdem er erst so getan hat, als wenn er Miss nach Hause in den Backstage-Bereich bringt, ihn angegriffen hat und auch dann dessen Vater angegangen ist. Wie gesagt, für mich tatsächlich überraschend, weil ich jetzt bei Fastlane nicht damit gerechnet hätte, dass es kommt, war nichts Neues, aber dass es jetzt bei Fastlane passiert, damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Und ich halte es ja immer so, wenn ich überrascht werde, bin ich zufrieden, von daher alles gut. Ja, ich stimme dir vollkommen zu, da. Bei Fastlane hatte ich damit jetzt auch nicht gerechnet. Ich hatte damit in einer der nächsten SmackDown-Ausgaben gerechnet. Und ich war auch sehr positiv überrascht. Ich fand diesen Heel-Turn ziemlich gut. Er hat ja The Miz doch sehr hart attackiert und hat ja dann auch noch mal kurz seine Aufmerksamkeit gegen den Vater gerichtet. Das fand ich sehr gut gemacht. Aber ansonsten war auch das Match wahrlich nicht schlecht. Es haben wieder alle gezeigt, was sie im Ring drauf haben. Und auch Shane McMahon, obwohl er 49 Jahre alt ist und nie eigentlich der größte Wrestler war, hat er gezeigt, er kann wenigstens mithalten. Und ja, ich freue mich
Dann auf das WrestleMania-Match zwischen The Miz und Shane McMahon. Ja, auch ich muss sagen, dass ich das Match ziemlich gut fand. Ich finde es zwar schade, dass man das Ganze nach einem Einroller beendet hat, denn so ein eindeutigeren ist mir dann mehr gefallen, gerade wenn man Richtung Heel-Turn geht, weil so kann man es dann besser erklären, von wegen, ja, hier, Miz hat jetzt zweimal das Match verloren, was er ja so oder so getan hat, aber mit einem Pin hätte das noch ein bisschen mehr für mich gefruchtet. Mit dem Heel-Turn danach habe ich schon gerechnet, allerdings von Seiten von Miz und nicht von Shane, deswegen war ich in der Hinsicht ein bisschen überrascht und ja, deswegen bin ich auch ziemlich zufrieden damit und ja. Ich finde, du hast alles richtig gemacht bei diesem Turn und auch mit diesem Match. Da muss ich dir halt so ein bisschen widersprechen. Ich finde, du hast es genau richtig gemacht mit diesem Ende durch den Einroller, da man The Miz dadurch nicht wirklich schwächt. Du musst The Miz ja auch ein bisschen aufbauen, obwohl er attackiert wurde, dass man nicht unbedingt weiß, wer das Match dann gewinnen wird. Und das hast du damit gut gemacht. Du hast The Miz nicht schwach dargestellt. Du kannst The Miz aber innerhalb von 5-4 Smackdown-Folgen spawnen. So ist das. Aber was ich noch sagen muss, der Aufgabemove von Shane McMahon, der war... Ja, war echt ein interessantes Match. Wie schon gesagt, hatten wir echt schon damit gerechnet, dass Shane irgendwann turnt. Aber selbst ich habe bei Fast nicht damit gerechnet. Aber was ich noch sagen muss, das hat Malo sehr gut gesagt, trotz seines Wunder all das, haben wir nicht nur bei Fastlane, sondern auch in den Wochen zuvor, wo wir Matches von Shane McMahon gesehen haben, deutlich gesehen, dass er noch was drauf hat. Trotz seines Alters, wenn man gerade bedenkt, die Sprünge vom obersten Turnbuckle auf den Kommentatorentisch für sein Alter echt top. Ja, Match an sich echt interessant. Schön, dass die Usos gewonnen haben. Ja, dann kam der Heel-Turn. Sehr interessant aufgebaut, gerade wie gesagt wurde, da er erst The Miz hochgeholfen hat und es den Anschein machte, er würde ihn, wir wären nicht so in der Lage, er würde ihn problemlos in den Backstage-Drive bringen, dass er sich ausregenerieren kann. Aber dann kam ja tatsächlich der Turn, wo er ihn angegriffen hat, dann zum Schluss hat den Vater. Kann man echt so machen, hat die WWE gut aufgebaut, fand ich klasse. Auch wie so das Match, interessant, auch mit diesem Einroller. Ist so was anderes als ein normaler Pin. Einroller sind echt interessant anzusehen, wie ich finde. Ja, also ich fand es auch ein interessantes Match. Fand jetzt den Einroller nicht so am Ende so toll, weil da hätte man nochmal ein Match draus machen können, da es ja nicht wirklich ein eindeutiger Sieger durch diesen Einroller immer geben soll. Ja, der Heel-Turn, damit hatte ich nicht gerechnet, dass der von Shane kommt. Habe auch eher mit Miz gerechnet. Und wie dann noch Shane das T-Shirt genommen hat und seinen Schweiß abgewischt hat und auf Miz geworfen hat, das war auch schon... Also richtig wütend. War echt gut gemacht, der Heel-Turn von Shane. Gut, bevor wir jetzt dann weitermachen zum nächsten Match, ganz kurz zwei Anmerkungen. Erstens, Michi, alles in Ordnung, du bist heute so schweigsam. Zweitens, der Nächste, der seinen Satz mit Ja beginnt, fliegt höchstpersönlich raus. Spaß beiseite. Alles in Ordnung. Gut, Spaß beiseite. Dann gab's noch eine ganz kurze Selfie-Promo von Drew McIntyre, Baron Corbin und Bobby Lashley, die sich quasi im Wechsel profiliert haben und ganz groß getönt haben, sie würden doch das Shield zerstören. Und ob das passiert, das erfahren wir dann noch später. Und ich glaube, bei dem nächsten Match lasse ich einfach mal zuerst Lucky tatsächlich seine Meinung sagen, denn hier geht es um seine heilige Mandy Rose und da muss er einfach den Vortritt haben. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich durch echt damit gerechnet, dass Mandy Rose den Titel gewinnen könnte, hat sie am Ende dann nicht. Weil ich bin eher davon ausgegangen, dass Sonya Deville sie ablenkt, dass dann Sonya Deville dafür verantwortlich ist, dass sie den Titel nicht gewinnt, hatte ich jetzt irgendwie nicht erwartet. Aber so, finde ich, kann man das weiterziehen, hat Mandy Rose auch, glaube ich, auf Twitter geschrieben, dass es noch weitergehen wird. Deswegen bin ich auch gespannt, wie es da in der Zukunft aussehen wird und bin eigentlich auch nicht wirklich enttäuscht von dem Match. Es war ein gutes Match, auch wenn es nur 7 Minuten waren, kann man bringen, aber ansonsten. Ja, erstmal für dich, Daniel. Ja, habe ich das extra für dich gemacht. Nein, Spaß beiseite. Wir gehen zu diesem Match. Ich fand Asuka gegen Mandy Rose, das Match war solide. Ich fand sonst bei den letzten Pay-Per-Views war ich von den Damen-Matches immer sehr positiv überrascht. Waren immer gute Matches. Bei diesem Pay-Per-View war ich da meistens sehr enttäuscht. Da gehe ich am Ende nochmal drauf ein. Ich fand's nicht gut, sondern eher solide. Und ja, am Ende war Sonya Deville dafür verantwortlich, dass Mandy Rose quasi verloren hat. Kann man so machen. Ja, mal sehen, wie es weitergeht. Das war jetzt nicht gerade das allerbeste Match von dem Pay-Per-View. Mir war aber auch klar, dass Asuka relativ schnell gewinnen wird. Ich habe mir zwischenzeitlich im Match immer gedacht, was macht Sonya Deville da? Ja, man hat ja dann am Ende gesehen, dass sie zu die Ablenkung gesorgt hatte. Leider Gottes, aus Lukis Sicht jetzt nicht so toll. Ja,
man sieht schon erste Risse in der Beziehung zwischen Mandy Rose und Sonya Deville. Bin echt gespannt, wo das noch hinführen wird. Da gebe ich Michi auf jeden Fall recht. Es war definitiv nicht das beste Match des Abends. Darauf ist weitaus bessere. Aber ganz interessant fand ich es dennoch, denn wenn man bedenkt, wie es aussieht, dann ist, dass Mandy Rose im Prinzip gestolpert ist, weil Sonya Deville ja die hochgeklappte die Ringseite, sage ich jetzt einfach mal. War es echt interessant? Ja, Mandy Rose hat dann leider verloren. Ich hätte es ihr auch gönnen, obwohl ich finde, Asuka ist eine sehr gute Championess. Ja, dass sie auch nicht so beliebt ist, glaube ich, gerade bei Vince, hat sie dennoch verdient gewonnen. War ein interessantes Match anzusehen. Ja, wohl nicht so geklappt mit Sonya, wie es sollte. Aber bin ich gespannt, wie es weitergeht, denn wie es ja immer schon hieß, es wird definitiv weitergehen. Ja gut, ganz kurz noch meine Meinung dazu. Das ist eigentlich in zwei Sätzen abgearbeitet. Das Match hatte Höhen, das Match hatte Tiefen. Eine Höhe war, dass tatsächlich Asuka mal wieder was zu tun hatte. Eine Tiefe war, dass das Match 6 Minuten und ging und Mandy Rose mal wieder nicht zeigen durfte, was sie kann. Denn ich würde mir wünschen, dass ein bisschen mehr mit mit Mandy Rose gemacht wird. Und ja. Das nehme ich jetzt als Beleidigung mit Randy. Warum? Machen wir doch einfach Randy Moss draus, dann passt das wieder. Noch schlimmer. Du weißt aber, wer gemeint ist. Ja, ich weiß halt nicht. Wenn ich ein Championship-Match habe, gerade mit Asuka, kann ich das nicht in 6 Minuten 40 runterrattern, als wäre es ein Wochenshow-Match. Also das fand ich ein bisschen schade, gerade auch für Mandy selbst. Ja, Sonya Deville war sowieso noch nie jemand, den ich brauchte. Ich sehe Mandy Rose definitiv auch eher im Singles-Wrestling tatsächlich. Von daher warten wir, was kommt. Ich hoffe nicht mehr viel. Dann können wir eigentlich direkt weitermachen mit einem sehr entscheidenden Backstage-Segment, das ja eigentlich schon am Anfang war, mehr oder weniger. Denn man erfährt, dass ein lieber Kofi von der McMahon-Familie erwartet wird. Und ja, er geht dann gleich hin. Es geht wohl um ein Match und geht wohl um auch augenscheinlich erstmal Titelmatch. Und er geht dann dahin und muss dann ewig lange warten, weil Vince angeblich am Telefonieren ist. Und irgendwann tauchen seine Kumpels dann halt auf und fragen ihn, was denn jetzt los ist. Und er sagt halt, ich habe die ganze Zeit jetzt darauf gewartet, ich war noch gar nicht drin. Und dann stürmt Big E erstmal Vinces Büro. Ja, und dann wird ewig lange rumdiskutiert, dass Kofi doch eine Chance verdient hat. Und Vince möge doch bitte ein Triple Threat Match aus dem Titelmatch machen. Und immerhin hätte er sich seit 11 Jahren den Arsch aufgerissen, alles, was man schon gehört hat. Vince denkt sich so, wisst ihr was, Jungs, das ist eine super Idee, wir machen aus dem Titelmatch ein Triple Threat Match und sag dann zu Kofi, du wirst auch ein Match haben und das Match startet halt jetzt. Und das war für den Zuschauer grundsätzlich erstmal so zu verstehen, dass das Titelmatch jetzt dann halt anfängt. Kofi rennt zum Ring. Und das Match wird auch erstmal als Titelmatch angesagt und dann wird der Ringansage aber korrigiert und das Titelmatch wird nach hinten verschoben und plötzlich sieht sich Kofi The Bar gegenüber in einem Texas Tornado Teil 1 gegen 2 Match gegen eben The Bar. Ziemlich miese Nummer, aber man muss halt zuhören. Vince hat nie gesagt, ich mache mit Kofi ein Triple Threat Match aus dem Titelmatch. Er hat nur gesagt, ich mache ein Triple Threat Match draus. Ja, auch ich muss hier sagen, dass man schon zuhören sollte, aber ich auch einer von denen gewesen, die ehrlich gedacht haben, okay, daraus wird jetzt ernsthaft ein Championship Match, deswegen sollte ich da vielleicht meine Klappe nicht so aufreißen. Für mich allerdings hast du hier Kofi jetzt nicht kaputt gemacht, in dem Sinne, dass er nicht irgendwie einen wichtigen Spot bei WrestleMania bekommt, aber du ziehst ihn halt ziemlich weit runter und jetzt, was bei SmackDown auch noch passiert ist, wo wir dann auch noch beim nächsten Sprechen kommen, geht das dann auch wieder so mehr in die Richtung mit Mobbing und so weiter. Und da bin ich echt gespannt, wie es da weitergeht. Man hatte das damals mit Daniel Bryan ja auch schon gemacht, der am Ende dann auch noch ein Titelmatch bekommen hat. Deswegen muss man gucken, wie das da in die Richtung hingeht. Bei der Storyline denke ich allerdings nicht, dass er ein Titelmatch bekommt, sondern dass er irgendwie heel-turnt und dann keine Ahnung was macht. Aber ich glaube, für ihn ist diese Titelgeschichte... Ja, ich hoffe einfach, dass du Unrecht hast. Ich finde Kofi schon seit 11 Jahren super. Und dann kommt jetzt diese ganze Story, wo ich mir ab und zu schon gesagt habe, was soll dieser Bullshit? Dann kam jetzt das, okay, damit hat jetzt niemand gerechnet. Du lässt Kofi ja einmal komplett zerstören von The Bar. Und ja,
entweder du machst jetzt den Heel-Turn von dem New Day und hast wieder Heel-New Day, was ich gar nicht feiern würde, weil ich endlich den Split von dem New Day sehen will. Oder du bringst New Day, oder du bringst halt Kofi Kingston jetzt ins Titelmatch für WrestleMania und ich hoffe, dass da einfach das Titelmatch bei WrestleMania dann ist, sonst fände ich es wieder sehr, sehr schade, was man mit Kofi Kingston anstellt. Entschuldigung. Michi, ich glaube, du wolltest doch gerade noch was sagen. Ja, also ich habe auch damit gerechnet, dass jetzt dieses Triple Threat WWE Championship Match kommt. Habe auch nicht damit gerechnet, dass dann dieses 2 gegen 1 Tornado Match rauskommt. Ja, aber während des Matches sind ja dann auch noch seine New Day Kollegen gekommen. Die wurden aber dann auch von Rusev und Nakamura angegriffen. Ich bin auch mal gespannt, wie es jetzt in der Richtung weitergeht. Aber ich fand es halt echt schade, dass sie da Kofi in diesem Match so richtig zerstört haben. Da rief ich mich tatsächlich mal wieder recht. Wie so oft. Fand es, ich hätte mich echt gefreut. So wie es erst den Anschein gemacht hat, als Vince meinte, ja, du bist im Hustle-Match, dachte ich auch erst, jawohl, sie geben Kofi das Titelmatch, was er verdient. Gut, kam alles anders als gedacht. Handicap-Match gegen die Bar, heftige Nummer. Handicap-Matches allgemein sind mir schon heftig, aber die beiden von der Bar, also Sheamus und Cesaro, sind ja auch keine Redner, die man mal leicht abfertigen kann, sondern sie haben ja auch schon einiges drauf und da konnte Kofi absolut nicht bestehen. Ja, war ziemlich heftig, wenn er fertig gemacht hat. Bin gespannt, wie das Ganze noch weitergeht. Ob er doch noch die Chance hat, ins Titelmatch zu kommen. Und vor allem auch, wie die Fehde zwischen New Day und Nakamura und Rusev weitergeht. Alles in allem interessant gewesen, das Match. Er konnte sich ja doch etwas wehren. Aber ist es logisch, gegen zwei Leute hat man alleine einfach keine Chance. Mein Problem mit dem Match ist tatsächlich etwas, was wir ja dann auch später noch erleben, um jetzt nicht zu weit vorzugreifen. Ich fand einfach, dass sie ja nicht nur innerhalb dieser 5 Minuten 12 Kofi zerstört haben. Sie haben im Prinzip ja auch, ja, ich sag mal, den Ruf des Dritten zerstört, der dann in das Titelmatch reingerutscht ist, ohne jetzt Namen nennen zu wollen. Für die, die es noch nicht gesehen haben, aber die Reaktionen darauf waren sehr, sehr deutlich. Da kommen wir, wie gesagt, gleich noch drauf und das finde ich halt sehr schade, auch für eben den Dritten. Aber gut, was will man machen? Das ist halt Vince. Wenn sonst keiner mehr was hat, kommen wir zu einer etwas längeren Backstage-Frequenz tatsächlich, weil dann folgt ein Interview mit den Women's Tag Team Champions Sasha Banks und Bayley, die sich zuerst mal ein bisschen solidarisch mit Kofi gezeigt haben und ganz stolz drauf sind, was er bis dahin geleistet hat und ihn, er möge doch bitte einfach den Kopf nicht hängen lassen. Und dann kommen sie natürlich auch auf das, auf ihre Titelverteidigung zu sprechen, dass sie sich darauf freuen, auch wenn es mit Nia Jax und Tamina natürlich sehr starke Gegner sind. Aber sie sind natürlich absolut positiv gestimmt und wollen ihren Titel verteidigen. Des Weiteren folgte eine, ja, In-Ring-Sequenz mal wieder mit Elias, der mal wieder eins seiner Liedchen improvisiert hat. Und als das dann rum war, kam dann noch eine, sagen wir, versuchte Interviewanfrage von Kyla an Shane McMahon, weil die wissen wollte, warum er denn jetzt The Miz in den Rücken gefallen ist. Seine Reaktion war darauf genau nicht, nämlich er machte die Tür auf, hörte sich die Frage an, machte die Tür wieder zu. Ja, und dann war es das eigentlich schon mit den Frequenzen. Mag da irgendwer was zu sagen? Habe ich vielleicht irgendwas vergessen? Nö, war alles gesagt. Gut, dann können wir ja tatsächlich schon zum WWE Raw Tag Team Championship Match kommen. Ja, das war ja ein Triple Threat Tag Team mit The Revival. Mein Gott, Sprachfehler ist da. Und dann gab es eben noch Team Glorious und Aleister Black und Ricochet. Und The Revival konnten, wie zu erwarten, ihren Titel verteidigen. Nach 10 Minuten 48, was ich persönlich für ein Triple Threat Tag Team Match echt wenig fand. Wenn ihr das anders seht, bitte korrigiert mich. Aber 10 Minuten 48 bei einem 3-Team-Match ist einfach meines Erachtens zu wenig. Ja, also von meiner Seite aus würde ich eher sagen, man hatte in den 10 Minuten aber schon ein richtig gutes Match reingebaut. Von dem her finde ich jetzt die Matchlänge nicht so schade. Ich fand es auch gut, dass man hier wirklich nicht Aleister Black und Ricochet gepinnt hat, denn das hätte die geschwächt und das sollte
im Endeffekt nicht. Und so wie ich gehört habe, sind die ja auch weiterhin geplant für das Titelgeschehen. Deswegen bin ich in der Hinsicht auch mal gespannt, wie es da weitergeht. Was ich allerdings interessant war, beziehungsweise interessant fand, ist, wie Ricochet über den Turnbuckle drüber gesprungen ist nach außen. Ein Heavy Move. Und an sich war das Match schon gefüllt von ziemlich vielen Spots. Mit den Siegern bin ich am Ende zufrieden und deswegen habe ich da nicht viel aus. Ja, ich halte mich jetzt mal sehr kurz. Ich fand, das Match war gut. Es war wirklich gut. Ja, Daniel, ich stimme dir ein bisschen zum Teil zu. Es ist für ein Triple Threat Tag Team Match sehr kurz. Ansonsten alles richtig gemacht. Revival, Pin, Team Glorious, kann man so machen. Du stellst Aleister Black und Ricochet, die neuen im Main Roster, nicht schlecht da. Also alles gut. Ja, ich fand es auch ein echt ziemlich geniales Match. Ich liebe Ricochet. Also wortwörtlich gesagt, von seinen Moves her. Weil er ist einfach das, was einen Highflyer auszeichnet. Beweglich, Sprungmoves, alles drum und dran. Wie Malu gerade schon gesagt hat, dieser eine Move. Genial, der Mann. Leicht schade, dass sie nicht gewonnen haben. Hergi, ich bin nicht Malu, nur mal so. Ist mir doch egal, dann hat Lucky. Ja, schade, dass sie nicht gewonnen haben. Obwohl es fast vorher wirklich klar war, dass sie nicht gewinnen. Aber dennoch ein sehr gutes Match gewesen. Wie gesagt, sie wurden nicht gepinnt, was sehr gut war, denn so kann man sie so stark, wie sie im Moment dargestellt werden, noch weiter aufbauen. Ja, Team Glorious kann man, muss man aber nicht. Sie hätten zumindest dieselben Höschen anziehen können, wie sie ihre Bademäntel hätten von der Farbe her. Also gut, das ist was wahrscheinlich die meisten kritisiert haben. Aber im Endeffekt, verdient gewonnen, Revival. Sehr gutes Match gewesen. Gut dargestellt alle, wie gesagt, besonders Ricochet und Aleister Black. Und ja, bin gespannt, wie es weitergeht. Gerade wenn das heißt, dass Aleister Black Ricochet noch weiterhin um das im Titelrennen sind, dass sie dann noch weiterhin mit einbezogen werden. Ich glaube, das wird doch echt spannend. Also von der Matchzeit her muss ich auch echt sagen, für das Triple Threat Tag Team Match echt wenig. Da kommen wir jetzt wieder zu dem Thema 6 Minuten mit Ricochet Aleister Black. Ich glaube, die waren noch nicht mal 6 Minuten aktiv im Ring. Aber die Moves, wo sie gezeigt haben, waren schon ordentlich. Und vor allem dieser Move über den Ringpfosten von Ricochet. Ja, die Kleidung, wie Hergi schon sagt, bei Team Glorious, habe ich auch bemängelt, weil diese blauen Bademäntel haben überhaupt nicht zum Ringoutfit gepasst, was sie anhatten. Ja, und man hat mit Chad Gable natürlich wieder Chad Gable gepinnt. Ich glaube, Bobby Roode schaut sich das nicht mehr lange an. Wir werden bald einen Heel-Turn von ihm sehen. Und man hat Aleister Black und Ricochet stark aussehen lassen. Da ist auch nicht gepinnt worden. Das mit dem Heel-Turn von Herrn Roode hatte ich noch gar nicht so im Blick. Das ist gar kein schlechter Einwand, Michi, danke. Aber mal ganz kurz nebenbei, habt ihr mitgekriegt? Hergi liebt Ricochet und zwar wortwörtlich, das hat er genau so gesagt. Und wir haben es jetzt auf Band. Ja, ja, ich meine, damit zwar von den Moves her, aber wir werden hier eh alle Worte im Mund rumgehen. Das bin ich ja für den Wort, mein lieber Daniel. Was denn? Du hast doch gesagt, wortwörtlich. Ja, da meinte ich aber eigentlich von seinem Moveset her. Also nicht den Mensch an sich, sondern das Moveset, wie er einfach dargestellt wird, dass ich das extrem sehr finde. Warum sagst du nicht einfach, du liebst dein Moveset? Genau, sag doch einfach. Du ganz einfach, damit ich will, dass ihr wieder auf schmutzige Gedanken kommt. Ich kenne euch, die Leute doch. Cool wie immer. Du kennst. Ziel erreicht, lass uns weitermachen. Genau, sonst wären wir gerade mal fertig. Ja. Darf ich weitermachen mit dem nächsten Match? Ich habe da ziemlich viel zu sagen. Oh, bitte, ich dränge mich nicht vor. Ja, das nächste Match wurde halt erstmal so aufgebaut, dass Andrade, Art Truth und Rey Mysterio noch ziemlich viel zu sagen hatten. Vor allen Dingen Art Truth, dass sie halt ihr noch eine Chance haben wollten auf den United States Champion Titel. Und daraufhin ist dann etwas entstanden, nämlich ein Fatal Four-Way Match zwischen Samoa Joe, dem Yin, Andrade, Art Truth und Rey Mysterio. Und war da schon Champion? Weiß ich gerade gar nicht. Steht hier auch gerade nicht. Ich glaube, er hat bei SmackDown den Titel gewonnen und hat ihn da jetzt verteidigt. Bitte unterbrecht mich, wenn ich es falsch sage. Natürlich steht da Champion. Da steht Samoa Joe in Klammern C. Okay, ja, auf jeden Fall. Ich fand es ein sehr schönes Match, aber ich muss auch hier wieder kritisieren, dass ich es viel zu kurz fand. Es war ein Fatal Four-Way Match. Es ging knappe 10 Minuten. 10 Minuten 50 und waren wieder die magischen 10 Minuten 48, wie in dem Match davor auch. Ja,
Und das finde ich hier einfach sehr, sehr kurz für ein Fatal Four-Way Match um einen Titel wie den United States Titel, der sehr prestigereich ist. Und Samoa Joe gewinnt am Ende durch Aufgabe von Rey Mysterio im Coquina Clutch. War ein tolles Match an sich. Ich finde es auch super, dass Joe nochmal den Titel verteidigt hat, den er erst gerade gewonnen hat. Aber so finde ich schade, man hätte ruhig ein 20-minütiges Match bringen können. Und dann wäre das bestimmt noch viel besser geworden. Was haltet ihr davon? Ja, also ich war echt überrascht von dem Match, weil ich habe da wirklich gerechnet, gerade in der Konstellation, weil ich habe am Anfang vom Segment in der Kickoff-Show eher gedacht, es wird ein Einzelmatch zwischen Samoa Joe und R-Truth. Da Truth ja der Champion war, aber nicht mit dem Pin involviert war in dem Match bei SmackDown die paar Tage davor. Deswegen war ich dann doch eher überrascht von der Ansetzung, dass es ein Fatal Four-Way war, dass man dann am Ende mal wieder Rey Mysterio verlieren lassen hat, sozusagen den Pin einstecken lassen oder halt die Aufgabe einstecken lassen hat. Finde ich schade, aber halt irgendwie auch richtig. Ich weiß nicht, gerade würde ich jetzt nicht dauerhaft irgendwie pinnen, um ihn weiterhin zu schwächen oder sonst was. Aber vielleicht, dass man hier R-Truth hätte pinnen lassen, damit das Ganze mit ihm vorbei ist. Deswegen glaube ich irgendwie noch nicht, dass R-Truth da komplett raus ist. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es da dann weitergeht. Von der Matchzeit her muss ich auch sagen, leider ein bisschen zu wenig, aber die Matchqualität war dafür umso höher, deswegen habe ich auch hier nicht zu bemerken. Ich fand die Matchzeit jetzt gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Aus dem Gesichtspunkt heraus, dass wir das Titelmatch überhaupt nicht im Fokus hatten. Wir hatten bis zum Pay-Per-View selber ja nicht mal einen Plan, dass das Match überhaupt da ist. Und dann vertrete ich doch ganz ehrlich die Meinung, lieber 10 Minuten 48 Titelmatch als gar kein Titelmatch. Ja, und das Samoa Joe seinen Titel verteidigt, absolut gerechtfertigt, und dass der liebe Rey Mysterio sich hergibt zum Aufbauen und zum Hinlegen, ja, warum nicht? Ist mir auch lieber als Andrade, ganz ehrlich. Ich fand auch, war ein interessantes Match, gerade mal wieder mit dem guten Rey Mysterio dabei, der, wie ich finde, trotz, dass er auch schon etwas älter ist, immer noch sehr, sehr gut im Ring ist, noch immer seine schönen Highflyer-Moves benutzt, aber auch sein halbwegs Gegenspieler, wo Rey ja das Idol von ist, von Andrade, hat mir wieder klasse Leistung gezeigt. Im Endeffekt zum Mojo verdient gewonnen, finde ich sehr gut, da er den Titel erst bekommen hat und es wirklich sein erster Titel ist, den er hat, seit er ins Main Roster der WWE gewechselt ist. Finde ich es sehr gut, dass man ihn noch einmal gewinnen lassen hat. Ja, Rey wurde zum Aufgreifen gebracht. Ja, kann man auch machen. Gerade wenn man Andrade aufbauen will, ist das gar nicht verkehrt, dass man Rey verlieren lässt. Oder auch nicht R-Truth. Denn wie meine Vorredner schon sagten, mit R-Truth hat man bestimmt auch was vor, dass er auch definitiv nicht raus ist aus dem Titelranking. Ja, bin auf jeden Fall gespannt, wie lange sie Samoa Joe den Titel behalten lassen und vor allem gegen wen er ihn dann verlieren wird. Ob es R-Truth wird oder ob es Andrade wird, weil man wird es ja dann beide aufzubauen. Ich bin definitiv gespannt. Ja, und was sagt der Rest dazu? Also ich muss auch zu der Matchstart sagen, ich fand es angemessen, dass sie ja eigentlich fast alle ziemlich schnell im Ring sind. Samoa Joe ist jetzt gerade nicht der Schnellste, aber er kann auch so seinen Suicide Dive durch den Ring. Ja, und gut, man kann alle aufbauen. Auch Rey Mysterio kann man durch diesen Aufgabe-Move, nachdem er so schnell eingeschlafen ist, richtig gut damit aufbauen. Ich bin gespannt, was noch passiert mit Rey und Andrade und wann R-Truth jetzt, ob er sein Einzelmatch kriegt oder ob er wieder in einem Match steckt, wo er kein 1 vs. 1 hat. Ich bin gespannt. Gut, wenn dann keiner mehr was zum Sagen hat, dann können wir ja weitermachen mit einem Match, was ich am liebsten aus meinem Gehirn kratzen würde, weil das waren die verschwendetsten, lass mich nicht lügen, 7 Minuten und 2 waren es genau, des ganzen Nachmittages, weil ich habe das ja wieder später geguckt, weil ich auch noch Probleme mit dem Internet hatte. Ich konnte das also nicht von Sonntag auf Montag gucken. Ich musste es später gucken. Ja, und dieses Tag-Team-Match, es war so furchtbar. Kann das bitte irgendwer anders anfangen? Ich will nicht. Ja, Ganz kurz, bevor du anfängst, Marcel. Ich halte mich kurz botch fest, das war's. Ich sag nichts. Ja. Wir haben jetzt hier die Botch and Hack Connection gegen Maya, Awful, Jax und Tamina, die einfach nur alt ist. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Großartig, ein absolut tolles Match. Nee, sonst
muss ich gleich noch auf Klo gehen. Ich lasse es lieber. Es war leider ein absolutes Botchfest. Es war auch noch richtig scheiße aufgebaut, das Match. Ich sage ja nur der Samoan Drop. Ja, der Samoan Drop und der Crossbody nach draußen, der abgefangen werden sollte und trotzdem alle irgendwie am Boden rumlummern und dann wieder ein oder zwei Meteoros, die eher aussahen wie ein Spagat, aber nicht wie Knie gegen die Schultern bzw. gegen den Kopf. Und ja, bitte redet ihr irgendwas drüber, sonst kriege ich ja noch die Krise. Meiner Meinung nach war es das beste Match des ganzen Abends. Kappa. Ja, nee, Spaß beiseite. Hätte man sich echt schenken können. So gern ich die Bossnach-Connection noch mag. Tamina, Nia Jax. Ich will jetzt nicht beleidigend werden, deshalb lasse ich es am besten dann sein. Ich mag die beiden davon nicht. Man hätte sich diese Segment davon sparen können. Okay, eines habe ich noch zu sagen. Ich finde es ja ehrlich gesagt auch ein bisschen schade für Bayley, weil Bayley ist die Einzige in dem Ring, die wenigstens etwas kann. Neben einer Sasha Banks, die wenigstens ein bisschen was kann. Gefolgt von Nia Jax, die absolut kacke ist. Gefolgt von Tamina, die man bitte aus dem Ring verbannen sollte und irgendwo Richtung Afghanistan verfrachten soll, wo vielleicht dieses Wrestling angesagt ist. Ja, stimmt. Muss ich dir auch vollkommen zustimmen. Also mir ist genau eine Aktion wirklich im Kopf geblieben, wo ich fand, dass sie schön war. Das war ein Suicide Dive von Bayley. Nicht verbotscht, kein gar nichts. Schöne Aktion. Und das ist im ganzen Match. Die anderen Aktionen sind mir einfach nur in Erinnerung geblieben, weil es schrecklich war. Ja, Bayley, finde ich, ist ja ganz in Ordnung. Aber Sasha ist einfach nur botschig as fuck. Naja, botscht auch gerne mal. Ja, ich glaube, da kann das Gesicht und der Kopf von Becky Lynch noch irgendwas zu sagen, ob Nia Jax, wie Nia Jax im Ring ist. Und naja, Tamina ist einfach nur langsam und alt. Ich weiß gar nicht, was ich großartig zu diesem Match sagen soll. Also ich fand es mega langweilig, das schlechteste Match vom Tag. Die 7 Minuten hätten sie sich echt sparen können. WWE gibt mir diese 7 Minuten zurück. Aber ich komme lieber mal das, was nach dem Match passiert ist, wo noch Nia Jax und Tamina Beth Phoenix angegriffen haben und sie dann in Ring befördert haben und im Ring attackiert hatten, bis dann eine Natalya zum Ring kam und safe machen wollte, aber auch von einer Tamina den Superkick abbekommen hat. Und somit wurden die beiden dann abgefertigt und Tamina und Nia Jax sind zurück in den Backstage-Bereich gegangen. Ja, stimmt. Das habe ich fast vergessen. Was war das Beste an dem ganzen Match? Dass danach Beth Phoenix... Das hast du nicht fast vergessen, das hast du vergessen. Ja, das habe ich vergessen. Das stimmt sogar. Auch wenn ich noch aus der Zeit komme, wo Beth Phoenix regelmäßig in den Ring gestiegen ist und eine super Wrestlerin war. Deswegen, ich würde mir noch gerne ein, zwei Matches von ihr angucken. Deswegen fand ich das gar nicht mal so schlecht. Und natürlich kommt da Natalya zur Hilfe. Ich mag auch Natalya, mag ich sehr gerne, von daher kann man so machen, auch wenn ich Tamina und Nia hasse. Schön, dass Manu wieder so tut, als wäre er schon 73. Weil so lange ist das noch gar nicht her. Egal, aber auch ich muss meine Meinung zu diesem Match abgeben, auch wenn ich überhaupt nicht will. Ja, über die Botches haben wir gesprochen, über die Unfähigkeit zu wresteln von Nia und Tamina haben wir auch gesprochen, aber es gibt noch ein paar Punkte, die mir auch noch auf der Seele brennen. Es ist tatsächlich das Beste an dem ganzen Match war der Aufbau mit Beth Phoenix, alles gut, kann ich so stehen lassen. Aber es gibt da noch eine Sache, bitte WWE, erklärt mir das. Ich habe bei dem Match ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich hatte, wenn ich Nia gesehen habe, zwei Bilder vor Augen. Option 1 ist, sie hat so die vorweihnachtliche und weihnachtliche Klamottenphase, wisst ihr, diese typischen Weihnachtspullis mit diesen ganzen Schneebildchen. Oder die Frau hätte sich irgendwo einen Pinguinfrack geklaut und hätte sich reingequetscht. Alter, dieses Ring-Attire war doch wohl mein absoluter Witz. Ich habe immer gedacht, Alter, hat die gerade meinen Schrank gegriffen und hat irgendeinen Pulli genommen? Das ist ja furchtbar. Wer hat das gemacht, bitte? Also, ich finde, es sah eher so aus, als hätte man ihr normales Ring-Attire genommen und hätte darauf irgendwie noch so einen Badeanzug genäht oder so, in den sie gerne mal reinpassen würde. Keine Ahnung. Ich hätte mir einfach den Wunsch, hier einfach eine Einkaufstüte in die Hand zu drücken und zu sagen, hier, Frau, geh mal einkaufen. Weil das sieht aus wie Weihnachtsklamotten von frisch zu Hause, aber das ist doch kein Ringattire, Mann. Aber das habe ich tatsächlich öfter. Ich meine, gut, ich kann mir vorstellen, dass es
für die WWE schwierig ist, Klamotten in der Zeltgröße zu kriegen, wie Naya sie braucht. Aber ein bisschen was könnte man machen, oder? Aber egal, wir haben darüber gesprochen. Das Beste ist der Aufbau für das Match mit Beth Phoenix. Lass uns bitte einfach weitergehen, weil das nächste Match birgt seine eigenen Probleme mit sich. Denn wir sind bei dem besagten Triple Threat Titelmatch, welches für mich aufgrund der dritten Person in Form von Mustafa Ali unheimlich schwierig war. Ja, ich hatte Spaß daran, Kevin Owens zu sehen, das hat richtig Spaß gemacht, da bin ich voll bei Luki, denn genau das wird er auch sagen. Und ja, auch ein Daniel Bryan hat für seine Verhältnisse sein Bestes getan, aber der Leidtragende ist und bleibt Mustafa Ali, als der in das Match kam. Absolut null Pops aus dem Publikum, absolut gar nichts. Und ich spoilere jetzt schon mal für den nächsten Podcast, auch in der Smackdown-Folge darauf, absolut gar keine und wenn dann nur negative Reaktionen, weil die Crowd eigentlich mehr damit beschäftigt war, zu chanten, we want Kofi. Vince, du bist ein Idiot. Ja. Michi, rede erstmal. Ja. Also ich habe ja dann, wo wir das geguckt haben, schon gesagt, jetzt könnten sie Mustafa Ali wieder zu 205 Live packen, durch dies, was er da gebookt hat, dadurch, dass er ausgebuht wurde und null Reaktionen gezeigt hat. Dann wurde noch gesagt, jetzt müssten sie den Heel-Turn mit Mustafa Ali machen, damit sie es noch retten können. Aber das Match fand ich gar nicht so schlecht. Man konnte auch, hat erst gedacht, Mustafa Ali gewinnt. Dann hat man gemeint, Kevin Owens gewinnt. Also am Anfang sah es nicht so danach aus, dass Daniel Bryan dieses Match gewinnt. Ja, also sie sagen auch unrecht. Denn ja, er wurde durch Kofi ersetzt und ja, er hat keine Reaktion gezogen. Aber man muss schon sagen, dass er ein echtes Match hingelegt hat. Und dass er wirklich die Bumps genommen hat, für die er auch wirklich bekannt ist. Deswegen, also trotzdem, dass er halt wirklich überhaupt keine Reaktion gezogen hat und dass sich niemand für ihn interessiert hat in dem Match sozusagen, hat er ein verdammt gutes Match hingelegt. Kevin Owens hat mir dann Daniel halt schon vorhergenommen, deswegen brauche ich da nicht viel zu sagen. Und Daniel Bryan hat mir auch ein bisschen gefallen, obwohl ich ja nicht so der Befürworter bin von Daniel Bryan in diese Rolle, gerade als Heel. Aber ansonsten war das Match echt schön anzusehen. 18 Minuten, glaube ich, neben dem Shield-Match das längste. Und ja, also es war ein gutes Match mit dem Sieger, kann man arbeiten. Ich hoffe nur allerdings, dass er den Titel bald los ist, weil ich kann erstens den Titel nicht mehr sehen, ich kann den Titantron nicht mehr sehen, ich kann dieses Gimmick nicht mehr sehen und ich hoffe, dass entweder Kofi oder Kevin Owens den Titel bei WrestleMania holt. Ansonsten auch nichts zu sagen. Ja, ich muss jetzt auch noch was loswerden über dieses Match. Ich fand dieses Match war ziemlich gut, auch wenn es leider untergegangen ist durch dieses vorherige, ich nenne es jetzt einfach mal Bullshit-Booking, weil die komplette Crowd ist halt bei dem Match eher so abgegangen in Sachen We want Kofi und Kofi, Kofi. Ja, ich kann es so ein bisschen verstehen, sie wollten alle Kofi in dem Match sehen, das hat man nicht gebracht. Dann kommt Mustafa Ali rein, der eigentlich ein Publikumsliebling sein sollte. Natürlich wird er dann ausgebuht, wenn er für Kofi ersetzt wird. Das ist ganz klar. Also, ja, nicht ganz so gut gelaufen. Ansonsten, das Match war gut, aber ich stimme Luki zu. Ich hoffe, dass Daniel Bryan bald seinen Titel los ist. Ich weiß, Daniel Bryan ist ein super Wrestler, aber ich kann dieses Gimmick nicht länger sehen. Generell, Heel Daniel Bryan gefällt mir überhaupt nicht. Liegt einfach an mir, glaube ich. Andere feiern ihn ja so, aber ich überhaupt nicht. Ich hoffe einfach, dass Owens oder Kofi Kingston ihm den Titel abnehmen. Von mir aus auch Mustafa Ali oder noch irgendjemand. Von mir aus kann es auch Kurt Hawkins sein. Ist mir scheißegal. Hauptsache, ich werde Daniel Bryan als Champion los. Mal ganz kurz, ich glaube, Kurt Hawkins wird den größten Pop bekommen deines Lebens. Genau, und deswegen habe ich es so gesagt. Ich glaube, was den Titan schon und das Gimmick angeht, müsste das auch noch länger ertragen, auch wenn er den Titel verloren hat. Ja, aber ich bin den Titel los und das ist das, was ich am wenigsten sehen kann. Ich fand auch ganz interessant, unser guter Öko Daniel Bryan mit seinem Hanftitel. Möchte nicht wissen, wie oft am Tag der den raucht, wie oft, wie viele Titel die WWE ihm zur Verfügung stellt, dass er beide alle wegraucht. Nee, Spaß beiseite. So langsam reicht es echt mit diesem Image. War mal eine interessante Idee, war mal was anderes, aber irgendwann reicht es auch. Sie sollen lieber wieder ein anderes Image geben. Ein Face-Image finde ich besser. Ja, schade um Mustafa Ali, dass die Crowd absolut ihn nicht sehen wollte. Gut, man kann das verstehen nach dieser ganzen Nation mit Kofi,
Dusty Crowd eher wollte, dass Kofi kommt. Ja, hat Vince wieder mal sehr gut gemacht, da er Mustafa Ali reingestellt hat. Aber gut, er hat sich wacker geschlagen, auch wenn er verloren hat. Im Endeffekt war dennoch ein interessantes und gutes Match. Sie haben alle drei richtig gute Kämpfe, ich fand. Und ja, schauen wir mal, wie lange Daniel Bryan noch seinen Titel behält. Ja, Hergi, da muss ich jetzt gleich mal was drauf antworten. Ich glaube, dass sie pro Ausgabe, wo Daniel Bryan da ist, drei Titel haben. Einen raucht Daniel Bryan persönlich, einen anderen raucht Vince McMahon mit ihm gleichzeitig und den dritten nimmt er dann mit raus. Anders kann ich mir das nicht erklären. Nur um ihn dann nach seinem Auftritt wieder zu rauchen mit Vince McMahon, damit das Bullshit Booking weitergeht. Und Eric Rowan raucht bestimmt auch noch mit. Nein, nein, das hast du falsch verstanden. Eric Rowans Bart ist die Farm für den Titel. Ah, ja, das war Sinn. Was Daniel noch in diesem Match gesagt hat, ihm wundert es, dass Throne überhaupt für solche Bands Werbung machen darf. Dass da die WWE zustimmt, dass er das machen darf. Das werden wahrscheinlich Bands von irgendwelchen WWE-Themes sein, die sowieso die ganze Zeit benutzt werden. Das kann ich dir wissentlich sagen, nein. Das T-Shirt, was er da getragen hat, absolut nicht. Aber das war die Smackdown-Folge danach, Michi, da verwechselst du was. Hatte der beim Pay-Per-View nicht auch so was an? Nein, tatsächlich nicht. Bei der Smackdown-Folge danach war es tatsächlich ein Powerwolf-T-Shirt und das wüsste ich, wenn die mit der WWE zusammenarbeiten. Gut, lass uns aber mit dem weitermachen, weswegen wir hier sind. Nämlich dem Fastlane Pay-Per-View, der dann mündete, oder nein, er mündete ja noch nicht, wir haben ja noch zwei Matches vor uns, aber es ging dann weiter mit diesem für mich auch völlig unnötigen Match zwischen Charlotte und Becky Lynch, weil, wie gesagt, jeder wusste, wie das Match ausgeht, jeder wusste auch, wie das Match verlaufen wird und bis auf diese eine Sache, die dann das Match entscheidet, ist das Match auch genauso gelaufen, wie wir es gesagt haben. Aber eigentlich hätten wir auch das, was passiert ist, predikten können, denn es wurde gesagt, wenn Becky Lynch gewinnt, wird sie dem Titelmatch bei WrestleMania hinzugefügt. Niemand hat irgendwelche Bedingungen daran geknüpft. Becky Lynch musste nur gewinnen. Und oh, Überraschung, Überraschung, eine Ronda Rousey, die 14 Tage vorher einer Stephanie McMahon gesagt hat, sie fordert, dass Becky in dem Match drin ist, greift ein zugunsten von Becky Lynch, indem sie attackiert und damit Charlotte durch Disqualifikation gewinnt, verliert und damit Becky, oh Überraschung, im Titelmatch drin steht. Yay! Ja, Match war wirklich gut. Es war bis dahin ein hartes Match, hat mir gefallen. Aber wie gesagt, dadurch, dass man wusste, wie es zu Ende geht, hätte ich es nicht gebraucht. Und dann kam ja, wie gesagt, dienstags drauf in der Smackdown-Folge auch der größte Bullshit aller Zeiten. Aber da würde ich schon wieder vorgreifen. Ja, also ich muss ehrlich sagen, an dem Match fand ich das sogar ein bisschen besser als die Variante, die wir hatten. Denn erstens, mit einem einfachen Einroller wäre es, denke ich mal, zu einfach gewesen. Und so hast du mal das Booking von das Langzeitbooking mal wieder aufgegriffen. Denn eine Ronda Rousey hat gesagt, sie will Becky Lynch, also greift sie natürlich auch Becky Lynch an. Das macht Sinn. Und ja, ich rede bei der WWE von Sinn. Das ist bewusst so, dass ich Sinn so betone. Deswegen, von der Booking-Entscheidung bin ich echt zufrieden, auch wenn das Match ziemlich langweilig war. Ja, ich muss da jetzt noch einige Sachen zu sagen. Also, ja, es ist so eine Sache mit diesen Frauenmatches bei diesem Pay-Per-View. Ich gucke sehr gerne Frauenmatches, auch in der WWE mittlerweile, weil bei den letzten Pay-Per-Views waren die Damenmatches immer sehr, sehr gut. Fast sogar noch besser wie die Matches von den Herren. Und dann kommt dieser Fastlane Pay-Per-View und du hast drei Frauenmatches, wo eins total beschissen war und zwei höchstens solide waren. Und, oh, nee, man hätte sich das sparen können. Und außerdem, ich frage euch jetzt auch, was sollen wir nicht einfach mal wir als Team Lotto spielen? Wenn wir sagen hier so viel hervor. Wenn wir so viel hervorsagen können, können wir, glaube ich, auch viel im Lotto gewinnen. Keine Ahnung, was anderes fällt mir dazu nicht mehr ein. Ich bin raus, immer wenn es ums Geld geht, geht das schief. Ich auch. Marlo, kannst du rein im Lotto spielen? Ja, Becky gegen Miss Plastic. Irland gegen Plastic City. Ja, was soll man sagen? War er von vornherein echt klar, dass Becky gewinnt, was ich sehr gut finde. Weil Miss Plastic, da spreche ich glaube ich von uns alle, kann keiner leiden.
kann keiner sehen, will auch keiner mehr sehen, weil bei so viel Plastik wird uns allen regelmäßig schlecht. Ich glaube, wir reden uns gleich alle erst nochmal, wir reden mit dem viel Plastik. Da muss ich mal kurz eine Sache einwerfen. Das greift jetzt zwar SmackDown ein bisschen vor, aber da fand ich, bei SmackDown fand ich eine Sache gut, und zwar, dass Becky wirklich in ihrer Promo gesagt hat, dass Charlotte nur aus Plastik besteht. Das war so verdammt gut. Geil. Ja, auf jeden Fall, interessantes Match. Oder Ronda griff ein zugunsten für Becky, hat damit das erreicht, was sie erreichen wollte. Und ja, Becky hat bis dato heute ein ganz gutes Match gemacht. Bin echt gehypt auf WrestleMania, wie es dann ausgeht. Wir vermuten ja, dass, oder hoffen wir, dass das Plastik nicht gewinnt. Wir gehen aber davon aus, dass Ronda ihren Titel abgibt, weil sie ja kurze Zeit später in Babypause gehen wird. Aber dennoch gespannt, wie sie es darstellt und so weiter und so fort. Auf jeden Fall war es ganz interessant, wie ich fand. Also ich habe damit gerechnet, dass das Match eventuell schneller vorbeigeht, weil wir alle wussten, wie es ausgeht. Wenn Rouse jetzt nicht gekommen wäre, wäre es in dem Figure 8 wahrscheinlich auch das Ende gewesen. Und mal eine Sache vorweg mit SmackDown, wo Daniel gesagt hat, eine Sache fandet er scheiße daran mit Becky, dass er auf einmal ohne Krücken mit Krücke rausgekommen ist und dann die Krücke einfach weggeschmissen hat, als ob nichts mehr war. Nach diesem Match hätten sie das vielleicht noch weiter aufziehen müssen mit der Verletzung. Mehr habe ich auch zu dem Match nicht zu sagen. Ja, das stimmt tatsächlich. Das hat mich ein bisschen genervt, dass sie dann gefühlt zwei Tage später wieder da stand und keine Krücken mehr gebraucht hat, obwohl sie ja in dem Match noch härter auf das Bein draufgekriegt hat als eh schon. Gut, keine Ahnung, was sich die WWE dabei wieder gedacht hat. Ich weiß es nicht. Lassen wir es dabei bewenden. Ja, dann kamen wir zu einem Segment, was ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz verstanden habe, wo uns das hinbringen soll. Ob das jetzt wirklich einfach nur war, um gewisse Herrschaften noch in den Pay-Per-View unterzubringen oder ob wir wirklich daraus noch was kriegen, ich weiß es nicht. Denn plötzlich war ein Herr Orton da, der vorher schön an Elias, der mal wieder im Ring gestanden hat und sein typisches Blabla gehalten hat und dann etwas abgelenkt war von dem Einzug von Lacey Evans. Der kriegt er dann halt von Randy Orton RKO verpasst. Tatsächlich dann mal out of nowhere, weil damit hat keiner gerechnet. Womit dann aber auch keiner gerechnet hat, war der Kamerawechsel auf den Ringrand, wo dann plötzlich AJ Styles stand, um Randy Orton einen phänomenalen Vorarm zu verpassen. Wie gesagt, ich weiß noch nicht so ganz, wo das hinführen soll. Ich habe es auch ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Vielleicht können mich meine Kollegen irgendwie aufklären. Vielleicht haben die irgendwas, was ich verpasst habe. Keine Ahnung. Bitte. Ja, also das mit Elias war ja klar, dass der irgendwie vielleicht auch mal drin sitzt. Dann Randy Orton war wirklich out of nowhere und dass dann vielleicht noch ein AJ Styles angreift, war mir dann, bei wo ich Randy Orton gesehen habe, schon klar, weil man hat ja das Match bei WrestleMania. Und man hat ja auch das Match gesehen bei Elimination Chamber, wo Mr. Orton, oder Borden, wie man immer nennt, AJ Styles ein RKO verpasst hat und ihn dadurch eliminiert hat. Das hat AJ Styles halt nicht vergessen. Seht ihr, meine Kollegen helfen mir. Das hatte ich schon wieder vergessen. Ich bin alt, ich habe Käsehirn, aber dafür habe ich vier andere. Gut, manche können es besser, Malus können es weniger, aber egal, es wird schon. Ja, wenn sonst keiner was dazu zu sagen hat, kommen wir zum Main Event, wo viele von uns, einzige Ausnahme Michi, gesagt haben, das wird sowieso nicht ins Main Event kommen. Nämlich? Ich habe von Anfang an gesagt, der kommt in den Main Event. Exakt, ja, Ausnahme Michi. Ja. Nämlich der Shield. Ja gut, ich kann aber verstehen, dass sowohl Malu als auch Luke gesagt haben, das macht eigentlich keinen Sinn, das ins Main Event zu stecken, weil du dann wieder dieses typische Ding hast, dass Roman Reigns im Main Event steht und wir eigentlich gedacht haben, die WWE ist einfach nicht so blöd, ihn jetzt wieder direkt zu versauen und das haben sie ja tatsächlich. Ja, sie versauen ihn aber auch nicht. Das muss man ja auch lassen. Also, er wird ja noch weiter gefeiert. Das wollte ich ja gerade sagen. Aber das haben sie ja auch tatsächlich nicht. Auch wenn das Match tatsächlich für den Shield entschieden wurde, hat man es endlich geschafft, mal einen Matchaufbau zu machen, in dem man nicht das Gefühl hatte, du hast Seth Rollins, Dean Ambrose und Superman. Sondern es war ein ganz normales Triple Threat Tag Team Match, also nein, 6-Mann Tag Team Match so rum, was in 24 Minuten 53 unheimlich gute Spots hatte und
es hat so viel Spaß gemacht zuzugucken. Ich muss da auch gleich dann nochmal tatsächlich schon auf Raw vorgreifen, denn wenn Luki das schon so anspricht, mit dem man verbuckt Grains jetzt nicht, dann muss ich das ansprechen. Denn den Montag drauf hatte der Herr Reigns dann sein erstes Singles-Match gegen tatsächlich Baron Corbin. Und zumindest dachte man das. Das Match fing mehr oder weniger an, die Einzüge kamen durch, ja, und dann kassierte Herr Reigns plötzlich ein Claymore aus dem absoluten Nichts und das gleich zweimal. Ja, so wurde das Match dann unterbrochen, weil Roman nicht mehr so richtig wusste, wo ist oben, wo ist unten. Und daraus ist dann ein neues Match entstanden, aber das würde jetzt zu weit führen. Aber das ist halt, man sieht, sie versuchen es nicht auf Biegen und Brechen, Roman jetzt gewinnen zu lassen, sondern sie nehmen ihn dann wieder raus. Funktioniert inzwischen alles ganz gut. Aber jetzt zurück zu diesem 6-Mann-Match. Ich war völlig begeistert von allen 6, weil auch ein Corbin so ein, zwei Moves hatte, wo ich dachte so, heilige Maria Gottes. Also, man muss schon dazu sagen, das war mal wieder ein Shield-Match. Wahnsinn. Dann Bobby Lashley hat ja die erste Powerbomb durch den Ansagertisch kassiert. Ja, und dann die entscheidende Powerbomb natürlich. Nein, das war Drew McIntyre. Drew McIntyre, ich dachte, es war Lashley. Das ist schon wieder zu lange her, siehste. Ja gut, die entscheidende hat ihr dann Baron Corbin kassieren. Aber für diese Matchart, für dieses Match ist halt der Shield bekannt, dass die für Zerstörung sorgen. Und dann dieser Deep Six, der hatte schon einen richtigen Impact. Da hatte ich schon gedacht, huh, verliert da jetzt der Shield oder... Aber Roman Reigns konnte dann da nochmal auskicken. Mir kam das so vor, als ob der wesentlich später auskickt, als er sonst immer ausgekickt ist. Aber vielleicht täuscht das auch bloß. Nein, das kam mir auch so vor. Aber ich muss ehrlich sagen, das war jetzt abgesehen davon, dass es für mich das beste Shield-Match seit langem war, war es für mich auch definitiv das Match of the Night. 24 galt das durchgehend. Swats, wo du dir dachtest, holy fuck. Gerade wenn Rollins und Ambrose draußen waren mit Lashley und McIntyre hinten beim, Kickoff-Pult, war schon echt ein gutes Match. Man hat Roman Reigns nicht zu stark dargestellt. Er kommt, wie gesagt, mittlerweile später aus Pins raus. Deswegen finde ich, macht man momentan wirklich alles richtig mit Reigns. Ich hoffe, das bleibt auch. Ja, ich fand, das Match war auch ziemlich gut. Hatte es ein paar schöne Spots drin, wie alle gesagt haben. Also ich kann euch da nur zustimmen. Und ich hoffe, man sieht es auch so weiter, dass man Romans nicht wieder als den Superman hinstellt. Denn das fände ich nicht ganz so cool. Aber ansonsten habe ich auch nichts dagegen, wenn man ihn jetzt konstant aufbaut und ihn dann vielleicht in einem Jahr wieder in den Main Event holt. Habe ich nichts dagegen, aber mal sehen. Was man ja auch noch dazu sagen muss, war es höchstwahrscheinlich das letzte Shield-Match, was wir gesehen haben. Richtig, wahrscheinlich das letzte Shield-Match, aber Shield-typisches Match war es gewesen. Ich fand es klasse, die Shield endlich mal wieder zu sehen, nach der langen Zeit, wo sie ja nicht auftreten konnten, weil sie ja den Split hatten, weil Roman ja erkrankt war, drücken wir es mal so aus. Aber sehr schönes Match, wie man es erwartet von The Shield. Und ja, mehr habe ich jetzt nicht zu sagen, denn meine Kollegen haben alles Weitere schon gesagt. Aber ja, Michi, dieser abgefangene Suicide Dive und das mit einem Deep Six, das sah schon echt sick aus, Alter. Und das meint ich, das muss man dann sogar mal einem Baron Corbin zusprechen. Weil ich hätte es ihm so nicht zugetraut. Ich halte nicht viel von Baron Corbin, aber das Ding, das war richtig geil. Ja, und wenn dann nichts mehr ist, Doch, ich muss da wirklich was zu sagen. Ich halte ja auch nicht viel von Baron Corbin, das ist allseits bekannt. Aber ich muss auch wirklich sagen, seine zwei Special-Aktionen, die er drauf hat, den Deep Six und den, wie heißt der, den End of Days, muss ich sagen, kann er wirklich aus jeder Lage und zeigt ihn immer perfekt. Das muss man ihm einfach zugutehalten. Ja, genug Lobhudelei für Baron Corbin, sonst kotze ich gleich. Ja, damit sind wir am Ende von Fastlane angekommen. Wir sind ein bisschen spät mit unserem Podcast, das wissen wir. Aber es ist nicht immer einfach, Termine zu finden, wo wir alle beziehungsweise möglichst viele an einen Tisch kriegen. Nehmt uns das also nicht übel, aber wenn es euch trotzdem gefallen hat, ihr wisst ja, was ihr tun könnt. Ihr könnt bei iTunes Rezensionen schreiben, was uns ungemein hilft. Ich weiß auch schon, dass es diverse Leute getan haben.
Ihr könnt gerne bei SoundCloud Kommentare schreiben, ihr könnt auf YouTube Kommentare schreiben, was inzwischen auch sehr viel öfter genutzt wird, was ich sehr, sehr gut finde. Und wir sind für Diskussionen gerne offen. Und von daher würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt schon mal für diesen Podcast. Der nächste kommt schneller, als es euch lieb ist, denn am Sonntag ist es ja schon wieder soweit. Das kann also sein, dass wir uns viel, viel schneller wieder an einen Tisch setzen müssen, als unser Kalender es zulässt. Von daher, macht es gut, bis dahin und ciao. Ja, ja. Von mir aus auch tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie immer. Und wie Daniel schon sagte, wir hören uns schneller wieder als uns und euch schlecht lieb ist. Ja, die beiden haben es ja schon auf den Punkt gebracht, deswegen brauche ich da nicht viel zu sagen. Von mir, von meiner Seite auch. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss. Ja, auch von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann wisst ihr, was ihr tun könnt. Schreibt uns gerne Kommentare. Da gehen wir sehr gerne drauf ein. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ja, so wurde ja schon alles gesagt. Auch ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.